So, da sind wir wieder bei Let's Play Dead Space 3. Ich lockst du mal die Knarre einfach. Ich kann's nicht. Diese Schlüsselkarte brauchen wir, um hier im Waffenarsenal die Mission abschließen zu können. Die gute Nachricht. Ich habe die Schlüsselkarte zu einem Waffenlager. Super. Lassen Sie sich nicht umbringen, bevor Sie sie nutzen können. Danke, Carver. Keine Necromorphs? Fast schon überraschend. Ich muss wieder nach oben. Das ist gut zu wissen, also wieder nach oben. Ja. Hey, was macht er eigentlich? Ja. War ja klar, dass wir nochmal irgendwo Necromorphs kommen müssen. Alles tot. Endlich Ruhe. Nachgeladen, andere Waffe wieder nehmen. Ja, geht schon. Naja. Ja. Kann ich ihn immer noch nicht nehmen, klar. Mein Inventar ist ja immer noch voll. Ich bräuchte eine Bench. Und wo ist der? Da ist der Knopf. Gut, da wollte ich nicht mehr denken. Wow! Da bin ich doch glatt zusammengezuckt, weil ich mich daran nicht erinnert habe. Ja, toll. So. Ah! Wie? Okay, ich hatte fest damit gerechnet, dass das reicht für einen Stalker. Weil das reicht. So ein Schrot reicht, aber kein Bolzenschrot? Doch ein wenig überraschend, wie ich finde. Da ist nix. Dann hacken wir doch mal. Haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gemacht, oder? Hacken? Das war in Dead Space 2 kam das ja echt schon ständig. Was ich auch gar nicht schlimm fand. Fand es doch nicht ganz nett. Hier ist es gar nicht mehr so oft. Gut, dafür haben wir ja ein paar Mal diese andere Hack-Methode. Muss ich lang? Geradeaus durch. Ich traue dem Ganzen irgendwie nicht. Lass mich raten. War ja klar. Ja. Steht zwar ein bisschen scheiße hier in der Tür, so zwischen Tür und Angel. Aber es scheint zu funktionieren. Shit, doch mal. Ich war mir nicht sicher, ob er tot war. Jetzt bin ich mir sicher. Ja. Gut. Okay. In diesem Raum waren wir ja auch schon. Wir sind nämlich gerade auf dem Rückweg. Ist doch hier hin, oder? Ich denke schon. Ja gut, es gab jetzt nicht wirklich einen anderen Weg, ne? Ah, ja, hier sind wir richtig. Hier brauchen wir die Schlüsselkarte. Boah, Double Kill. Gut, liegt da vielleicht noch was drin? Nein. Und da auch nicht. Okay, schade. Hätte ja sein können. Man weiß ja nie so recht. Die schmeißen aber mit Leuchtfackeln hier um sich, wie es scheint. Okay. Wir müssen doch nicht langsam am Ziel sein. Oder? Komm, hier ist doch jetzt mal Ende, oder? Sucherbot. Ja, das ist schön, dass der zurück ist.
Wobei, wäre eigentlich uncool, wenn jetzt nicht nochmal eine Bench kommen würde, weil mein Inventar ist rappelvoll. Und ich will nichts zurücklassen eigentlich. Seid still. Doch, hier ist es vorbei. Lauft, ihr wollt doch sterben. Und am liebsten durch die Necromorphs, dass ihr euch infizieren. Und ihr auch zu Necromorphs werdet. Oder habe ich das falsch verstanden? Ihr scheiß Unitologen. Ja, ist klar. Übrigens, das hier ist der Anfangsraum, ne? Also hier waren wir ja schon am Anfang. So, erstmal Sachen ablegen wieder, die ich nicht brauche. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So, alle Medikits, davon habe ich so viel im Lager, die brauche ich eher nicht. Nehme ich lieber den ganzen Scheiß hier mit. Dann die Medikits. Ja, ist okay so. Gut. Ziel? Moment. Ja. Da? Wieso der Aufzug? Doch, könnte stimmen. Okay. Ein Medikit habe ich jetzt, glaube ich, insgesamt zurückgelassen. Das ist okay. Inventar wird gespeichert. Das ist schön. Ach, genau, ich erinnere mich. Das wäre so völlig bescheuert. Wir nehmen ja einen völlig anderen Ausgang. Wobei, ist gar nicht mal bescheuert. Ist eigentlich ganz nett, weil es ist eine Abkürzung hier. Jetzt sind wir wieder hier. Also, einem geilen Raum hier. Ey, ganz ehrlich, ich finde, das sieht mega geil aus. So, jetzt kommt eine Bench. Ne? Hier unten war eine. Genau, da ist eine. Kann ich vielleicht noch an den Waffen ein bisschen rumdoktern? An der Waffe, ich brauche irgendwie immer nur eine um die andere. Bin ich eigentlich zufrieden mit. Wow, jede Menge Sachen gefunden. Aber wirklich viel. Gut. Erstmal gucken die Kanone, die wir gefunden haben. Da, Kontaktstrahl. Ich glaube, das ist im Grunde die Energiekanone von damals. Bin ich mir gar nicht so sicher jetzt. Du wirst verkauft, du wirst verkauft. Dich nehmen wir mit. Und zwei Munitionspakete nehme ich mit. So, einmal gucken. Du hast hier eigentlich eine Stasebeschichtung. Das ist gut. Der Munitionssammler ist eigentlich auch okay. Habe ich vielleicht was Besseres? Schadensboost. Ja, wäre vielleicht auch ganz nett, aber... Nee, ist okay. Was hast du? Du hast die elektrische Aufladung. Alternativ wäre Säurebad. Flammenlasur könnte ich mir auch machen. Also, Feuerschaden dann halt. Ich denke, ich lasse das erstmal mit Elektro, das ist okay. Irgendwas anderes zu bauen macht doch nicht wirklich Sinn. Chronische Streuung, ich habe immer noch nicht das, was ich brauche. Ich habe repetiert. Nein, ich brauche eine andere Spitze. Da! Den brauche ich! Diffraktionsring. Oh, wisst ihr was? Den baue ich mir jetzt selber. Ich will nicht mehr warten. So, was kann hier zum Beispiel rein? Kann ich da vielleicht auch noch was viel schneller bauen? Kostet viel Wolfram. Baue ich. So, Schadensboost. Ja, ich baue die Waffe jetzt ein bisschen selber. Aber ich will jetzt nicht mehr hier noch so lange warten auf irgendwas Gutes. Elektrische Aufladung. Ja, jetzt haben wir hier ein MG. Man sieht, der Schaden ist extrem runtergegangen. Also es ist völlig egal, so viel Schüsse wieder rauskommen. Das ist echt... Braucht ihr euch keine Sorgen machen. Gut. Platinen noch überprüfen. Die will ich komplett neu verteilen, jetzt wahrscheinlich erstmal. Ich fange hier mal an, weil das ist ja eigentlich meine Hauptwaffe. Quatsch, zum Platinen wollte ich. Wisst ihr was, ich mache es tatsächlich mal so. Ich entferne erstmal alle Platinen. Von
allen Waffen, logischerweise auch. Und jetzt teile ich die komplett neu auf, je nachdem, was ich brauche. Das wird vermutlich meine Hauptwaffe bleiben. Die braucht hier unten, was braucht sie da? Was ist neu? Oh, die sehen geil aus. So, ich brauche Feuerrate hier. Nachladen, Feuerrate macht Sinn. Was macht noch Sinn? Noch Sinn. Feuerrate minus nachladen? Eigentlich nicht. Das würde ich sagen, packe ich da mal rein. Feuerrate und Clip. Klasse, habe ich das nämlich auch wieder ausgeglichen. Und Feuerrate und Clip gleich nochmal. Das ist gut. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Oben rein nachladen. Ich möchte, dass diese Waffe schnell nachgeladen wird. Logischerweise packe ich dich mal. Ja. Wobei, das möchte ich gerne in die andere Waffe einsetzen. Ja. Nachladen minus Clip. Schaden setze ich mal beide hier ein. Das kann ich nicht schaden. Und nachladen minus Schaden, nachladen minus Clip. Ja, ich denke, die brauche ich auch mal ein. Okay. Also damit bin ich jetzt einigermaßen zufrieden. Das hier wird vermutlich jetzt demnächst sowieso meine Hauptwaffe werden. Wenn ich genug Clip kriege zum Beispiel. Die obere hätte ich nämlich gerne sehr viel Clip drin. Minus nachladen. Ja. Oh, wobei, die ist ja so schon fast auf Maximum, sehe ich gerade. Aha, da muss man drauf achten. Ich sehe nämlich zum Beispiel was. Ich kann den Schaden nicht erhöhen von der Waffe. Sehe ich das richtig? Moment mal. Doch, kann ich. Schaden kommt oben rein. Mal Clip gucken. Clip minus Nachladen. Ah ne, Clip ist ja schon auf Maximum, stimmt. Ja, dann, was machen wir dann? Nachladen, logischerweise. Die Waffe muss insgesamt schnell nachgeladen werden. So. Unten, was brauche ich unten? Schaden wäre ganz gut, ne? Schaden ist immer gut. Für die untere Knarre ja auch. Und Clip hätte ich natürlich auch gerne in der unteren. Da gucke ich vielleicht zuerst mal nach. Minus Nachladen. Ja, ist okay. Oder minus Feuerrate. So, und jetzt auf Schaden. Schaden minus Feuerrate zum Beispiel. Und einmal Schaden plus Feuerrate. Wobei, das wäre sogar gar nicht mal so schlecht. Ist nicht völlig egal, welche von den beiden ich einbaue. Gut. Ich könnte natürlich auch jetzt zum Beispiel bei sowas hier nachladen. Könnte ich auch gucken, ob ich nicht zum Beispiel die selbst herstellen kann. Kann ich sogar gerade. Mache ich aber noch nicht. Darum würde ich mich später höchstens kümmern. So, einmal kurz beide Waffen durchladen. So. Eine Anzugstation hätte ich gerne mal wieder, weil ich habe jetzt, glaube ich, genug Halbleiter, um aufzurüsten. Ich zeig mal die neue Waffe. So. Ja, komm, steht doch ruhig auf. Ist mir doch egal. Ah, verdammt. Ja. War eigentlich ganz nice, wie ich finde. Ja. Da geht mehr. Vom Schaden her. So, jetzt habe ich natürlich gerade wieder eine Menge Heilung verbraten dafür. Aber okay. Ich finde die Waffe okay. Könnte ein bisschen besser sein. Gebe ich ja zu. Aber ich finde sie erstmal okay. Nur kurze Sache gucken. Schaden brauche ich oben dringend, ne? Ja. Deswegen könnte man hier vielleicht einfach mal zwei Schaden irgendwie einbauen.
Ey, wisst ihr was? Das mache ich jetzt einfach. Ich will nämlich, dass die mehr Schaden macht. So. Nachladen Clip. Hätte ich gerne Schaden Clip drin. Kostet nicht viel, nehme ich. So. Ja, muss jetzt sein. Tut mir leid. Gut. Die ist ganz gut. Hat oben 90 Schuss. Wieso 90? Ah, jetzt verstehe ich das. Na gut, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Okay. Vielleicht. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht irgendwie schaffe, einen der nächsten Parts so zu beenden, dass ich an einer Bench stehe. Dann würde ich mir mal echt in Ruhe Zeit nehmen. Vielleicht auch mit unseren Ressourcen einfach mal so die Platinen zu basteln, wie es mir dann gefällt, dass diese Knarre gut ist. Also die andere hier. Die. Hä? Wo kommt der plötzlich her? Ein Schrot-Headshot. So. Okay. Hä? Moment mal. Ich höre da was. Okay. Erstmal dann das Ding absetzen. So. Hier war nix und ist jetzt auch nix. Manchmal kommen ja einfach Sachen neu. Da ist nix. Hey Leute, ich bin wieder da. Gott sei Dank. Haben Sie alle Sensorteile gefunden? Ja, ich werde ihn an der Bank unten zusammenbauen. Dauert einen Moment. Haben wir schon. Wie mache ich das jetzt? Okay, ich habe eine Idee. Ich nehme die Knarre erstmal mit für die. Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. So, die Waffe müssen wir mitnehmen. In dieses Ding hinein. Und erstmal aktivieren. Und schon öffnet sich, die Krallen, ob es das sein soll. Sieht echt so aus, als wäre es wie ein riesiger Käfer, der auf dem Rücken liegt und die Beine nach oben gucken. Ein wunderschöner Vergleich. Das ist übrigens als Waffe ganz interessant hier. Geht sie nichts an? Das hier ist als Waffe ganz interessant, weil guckt euch das mal an. Telemetriebolzen, natürlich ganz besondere, wie man sieht. Es ist auch als Waffe zu verwenden, tatsächlich. Man kann damit die Gegner töten. Lohnt sich nicht so unbedingt. Die Waffe ist nicht sonderlich stark und man kann auch kein zweites Tool zum Beispiel einbauen. Was meiner Meinung nach doch in diesem Spiel eigentlich schon ziemlich wichtig ist. So. Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Norton, kannst du uns helfen? Wow, das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es, ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie es sagen, gehen Sie in den Käfig. Vergiss es, das mache ich erst beim nächsten Mal. Also beim nächsten Mal gehen wir hier rein und dann machen wir da weiter. Ich möchte jetzt kurz nur offscreen einmal die Platinen vielleicht ein bisschen überarbeiten, dass ich mal mindestens die Waffe, die ich hier eigentlich mal, die ich nicht dabei habe, dann eben, ein bisschen aufmotze. So, dass mir am besten gefällt einfach. Ne? Gut. Ja, das war's dann für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.